Das Schönste ist, dass ich Mama bin. Das ist ja nicht unbedingt Pflegemama. Ich habe ja nicht das Gefühl, ich bin Pflegemama, sondern ich bin Mama. Uns ist es wichtig, dass die Familie auf jeden Fall Humor hat und Begeisterung für das Zusammenleben mit Kindern und Jugendlichen. Ja, dass sie einfach gerne Familie leben wollen, Familie sein wollen, Kinder lieben, Spaß haben, Zeit mit Kindern zu verbringen. Also bei uns können sich Paare bewerben, die kinderlos sind. Es können sich gleichgeschlechtliche Paare bewerben. Es können sich Familien bewerben, die schon eigene Kinder haben. Pflegefamilie kann man auch als alleinstehender Mensch sein. Familie ist bunt. Vielleicht können wir noch ergänzen, dass sich auch gerne Familien bewerben können, die Migrationserfahrungen haben, weil wir ja auch immer wieder Pflegekinder haben, die selber auch einen Migrationshintergrund haben und das vielleicht dann gerade auch schön ist für die Herkunftsfamilie. Ja, und vielleicht auch noch gleich die Bereitschaftspflege noch dazu nehmen. Mhm. Also wir suchen auch immer Familien, die für eine kurze, befristete Zeit ein Kind nehmen. Uns war es immer schon klar, weil wir schon ein bisschen älter waren, dass das zweite Kind sowieso ein Pflegekind wird. Ja, und dann bin ich auf die Seite der Stadt Oldenburg gegangen, habe mir die Nummer vom Pflegekinderdienst rausgesucht, habe da angerufen. Dann mussten wir ein Bewerbungsseminar machen. Das war für Adoptiv- und Pflegekinder damals. Und dann hat es, glaube ich, ein Dreivierteljahr gedauert, da kam der Anruf. Da saß ich bei IKEA auf dem Parkplatz. Das weiß ich noch. Das war total aufregend, weil er auf einmal hieß, wir haben ein kleines Mädchen für Sie. Alles nach Bedarf, ein bisschen, ja. Je nachdem, was ansteht, ne? Also als Pflegefamilie kann man jederzeit sich, wenn es schwierig wird, melden. Und dann finden wir auch immer ganz kurzfristig natürlich Termine. Man kann sich Hilfe holen beim Pflegekinderdienst. Man kann sich Hilfe außerhalb holen. Wir haben die Supervision, in der wir uns gegenseitig unterstützen. Selbstverständlich besuchen wir die Pflegefamilien regelmäßig zu Hause und sind dann für Fragen offen. Uns kann man aber auch immer sehr gut telefonisch erreichen. Ich habe jetzt zum Beispiel ganz viele Freundinnen über das Pflegekinder-Mama-Dasein und da tauscht man sich dann auch aus und merkt, okay, es ist in ganz vielen Familien so und beratschlagt sich, holt sich Hilfe. Die müssen ja erstmal Familie auch werden und gucken, dass die sich finden, dass die alle zusammenwachsen. Wenn du jetzt der Meinung bist, diese Aufgabe könnte etwas für dich sein, dann würden wir uns sehr über deine Kontaktaufnahme freuen. Wenn man gerne mit Kindern zusammenleben möchte, wenn man gerne sich auf das Abenteuerleben begeben möchte, was mit Kindern ja nochmal ein ganz anderes Abenteuer ist, dann meldet euch beim Pflegekinderdienst Oldenburg. Wir freuen uns auf dich.